Hallo, mein Name ist Fabian Biermeier. Herzlich willkommen zu einem neuen Online-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr bei unserem Touch-Terminal ein Traktor-ECU-Profil anlegt. Nachdem das Terminal hochgefahren ist, gehen wir in die Traktor-ECU. Hier gehen wir dann auf den Punkt Einstellung. Unter dem Punkt Einstellung finden wir alle bereits angelegten Traktorprofile. Standardmäßig ist immer ein Traktorprofil vorhanden. Um ein neues Profil anzulegen, gehen wir auf das Symbol Neues Profil hinzufügen. Im ersten Schritt geben wir dem Profil einen Namen. In unserem Beispiel ist dies Müller. Nach Eingabe des Namens gelangen wir dann in die Einstellung des Profils. Unter dem Punkt Verbindung mit ISOBUS TC legen wir fest, ob sich unser Profil mit dem Task Controller verbinden soll. Dieser Punkt sollte im Regelfall immer angehakt sein. Mit der Einstellung Geschwindigkeit wird festgelegt, von welcher Quelle die Fahrgeschwindigkeit abgenommen werden soll. Für unser Beispiel nutzen wir den Radsensor. Im nächsten Schritt können die Impulse pro 100 Meter eingegeben werden, wenn diese bekannt sind. Sind diese nicht bekannt, kommen wir mit dieser Taste in die Kalibrierung. Unter dem Punkt Arbeitsstellungssensor können wir die Quelle für den Arbeitsstellungssensor auswählen. Als Beispiel nutzen wir Heck über Stecker B. Ist ein Zapfwellendrehzahlsensor am Terminal angeschlossen, können wir im nächsten Schritt die Quelle hierfür auswählen. Hier wählen wir als Beispiel Drehzahlsensor Heck aus. Anschließend können wir noch die Impulse pro Umdrehung festlegen. Zuletzt muss noch die Position des Empfängers auf dem Schlepper angegeben werden. Hierfür gehen wir auf das Symbol oben rechts im Bildschirm. Mit dem Punkt A wird angegeben, wie weit der Empfänger von der Längsachse des Schleppers versetzt ist. Ist der Empfänger in Fahrtrichtung rechts versetzt, ist der Wert positiv, nach links negativ. Mit dem Punkt B wird festgelegt, wie weit der Empfänger von der Hinterachse entfernt ist. Befindet der Empfänger sich in Fahrtrichtung vor der Hinterachse, ist der Wert positiv, befindet er sich dahinter, dann ist der Wert negativ. Mit dem Punkt C wird nun noch festgelegt, wie groß der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Hinterachse und dem Zugpunkt ist. Sind alle Werte eingegeben, muss nur noch mit dem Zurückpfeil oben rechts zur Auswahlliste der Profile gegangen werden und mit dem Startbutton das Profil gestartet werden. Das angelegte Profil ist nun mit einem grünen Punkt markiert und ist somit aktiv. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Solltet ihr noch weitere Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr uns unter den unten stehenden Kontaktdaten erreichen.